meine Lieben, wie versprochen kommt jetzt einmal das Verarbeitungsvideo zu den neuen Polyacrylgelen. Wir bekommen einmal ein komplett transparentes Gel, einen schönen Weißton fürs French, einen warmen Nude-Ton, einen eher kühleren Nude-Ton und einmal einen Pinkton. Zu diesem Pinkton muss ich dazu sagen, der sieht jetzt in der Dose schon stark pink aus, ist aber auf dem Naturnagel wirklich sehr dezent, unterstützt also wirklich nur die Naturnagelfärbung. Was jetzt auch noch zum Verarbeiten benötigt, ist einmal ein Dappendisch. Das habe ich befüllt mit unserem Impulse Tonic. Und ich werde das Ganze mit dem CAT UV Nummer 6 arbeiten. Der Naturnagel ist vorbereitet, die Schablone ist gesetzt. Ich habe jetzt ein Utensil vergessen, was wir auch noch benötigen zur Verarbeitung, und zwar einmal unseren Spatel. Den brauchen wir einfach dafür, um das Gel aus dem Tiegel rauszubekommen. Setze mir das Gel mittig auf den Nagel ab. Jetzt tunke ich den Pinsel ins Tonic und streife ihn so ein bisschen am Rand ab, damit ich nicht zu viel Tonic im Pinsel habe. Und jetzt drücke ich mir mein Gel in Form. Also ihr seht, es ist super einfach zu modellieren. Ich kann mir da wirklich Zeit lassen. Mir läuft nichts weg. Mir härtet nichts vorzeitig aus. Denkt auch immer daran, immer wieder mit dem Pinsel ins Tonic zu gehen. Wenn ihr das nicht macht, dann bleibt euch das Material am Pinsel kleben. So, ich habe jetzt das Nagelbett einmal aushärten lassen. Jetzt geht es weiter mit unserem French Weiß. Setze das Ganze vorne an der Schablone einmal ab und docke mit meinem French Weiß an meine bereits ausgearbeitete Smileline. Also ihr seht, es ist wirklich ein Traum zum Verarbeiten. Es ist so super easy. So, dann lasse ich das Ganze auch nochmal aushärten. Ich werde das Produkt jetzt auch ein bisschen pinschen, weil ich finde, dass meine Nägel ein bisschen breit sind. Aus der Lampe raus, Schablone entfernt. Das cleanere ich noch einmal schnell ab. Sieht aus wie Acryl. Es fühlt sich auch genau so an. So, der zweite Nagel wird jetzt ein Babyboomer-Nagel, auch wieder mit denselben zwei Farbtönen wie soeben. Also ich muss dazu sagen, Babyboomer habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt wirklich Premiere. Also es lässt sich schon mal echt ein sehr, sehr softer Farbübergang erstellen mit dem Weiß. Jetzt bin ich mit meinem Farbverlauf zufrieden. Jetzt lasse ich das Ganze auch noch mal aushärten. Jetzt nehme ich mir wieder mein nudefarbenes Gel. Setze das mittig auf meinem Nagel ab. Drücke mir das Material erstmal nach hinten zum Nagelbett. Und jetzt lasse ich das Nude in mein French Soft auslaufen. Ich liebe es. Seht euch das an. Jetzt lasse ich das Ganze nochmal aushärten, befeile das Ganze und dann sehen. So, die Nägel sind in Form gefeilt und versiegelt. Den Mittelfinger habe ich mit dem High Gloss Milky versiegelt und den Zeigefinger einmal mit dem Brilliant Gloss. Also es ließ sich super weich befeilen. Gut, dadurch, dass man ja schon das Material so perfekt modellieren kann, braucht man auch nicht mehr viel feilen. Vom Pinschen her ist es auch optimal, also die sich auch super in Form pinschen.
Ich muss sagen, ich bin begeistert.